Ups. Guten Abend, ein bisschen lauter, ja. Herzlich willkommen zu diesem Livestream mit uns allen. Greetings, wherever you are in the world, greetings from my heart. Welcome to this new Livestream Mantra Singing Together. Ja, wie geht es dir? Mir geht es sehr gut, muss ich sagen. Ja, ich bin natürlich schon etwas müde von allen Strapazen, auf Tournee zu sein, jedes Wochenende in andere Städten. Aber tut auch gut und es ist so schön, mit Menschen in Gesang und in Tanz zusammenzukommen. Das ist wundervoll. Ja, ich möchte euch Danke sagen für die Menschen, die mich immer mal wieder Spenden vom Herzen schicken. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist eine großartige Unterstützung für uns, die wirklich gut tut. Ja, und auch vielen, vielen Dank für alle liebe Kommentare und Mails, die ich bekommen habe, als Unterstützung, die unterstützende Worte. Und auch im Chatraum, ich möchte nochmal Lob aussprechen für eure Achtsamkeit, wie im Chatraum miteinander kommuniziert wird, mit großem Bewusstsein für die Liebe und Herzensoffenheit. Das tut mir gut zu sehen, wie das so gewachsen ist und sich ja, gereift ist. Ja, und ich erlebe auch, letzte Jahren, wie immer mehr Menschen meine Musik so tief wertschätzen gelernt haben, es nicht mehr als musikalische Unterhaltung und Hintergrund zu benutzen, aber wirklich tief einzusteigen, tief in sich mit der Musik auch zu sein, tiefer in sich selbst anzukommen. Ja, und so ist es auch bei mir viel gereift. Und ich habe entschieden, weil das stehen so viele Veränderungen an, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir im jeden Fall. Und ich habe entschieden, ab das kommende Jahr, so sehr bald schon, keine Konzerte mehr zu geben. Aber keine Sorgen, ich werde es nämlich keine Konzerte mehr nennen, weil das sind es für mich wirklich nicht und ich möchte das auch klar nach außen kommunizieren. Es sind für mich Musikdaseins. Und ich möchte euch das jetzt sehr kurz erklären. Darshan ist ein Zusammensein im göttlichen Bewusstsein. Und das ist, was meine Arbeit jetzt ausmacht und wofür ich wirklich jetzt sehr klar stehen kann. Im letzten Jahr hat sich die Fähigkeit in mir, mit meinem Gesang und der Musik eine direkte mediale Übertragung aus der göttlichen Urquelle zu verkörpern, die hat sich sehr vertieft und gereift und gestärkt. Und darin bin ich jetzt, wenn ich in die Musik bin, dann bin ich ein reines Kanal für diese höchste Energie und Kraft aus der göttlichen Urquelle. Und es ist schön zu erleben, dass manche Menschen das wirklich auch so empfangen können. Und in diesem Sinne möchte ich das auch nach außen kommunizieren. Ja, ein paar Worte noch darüber. In der Begegnung mit dem Göttlichen lade ich dann ein, sich in die Gesänge und die Musik in Liebe zu versenken und der Liebe Gottes tief im Herzen zu begegnen, sie als Segnung zu empfangen. Darshan findet in unseren Herzen statt. Darshan bedeutet auch, das Leben zu sehen, wie es wirklich ist, als göttliche Schöpfung, als liebende göttliche Gegenwart in allem, was ist. Schwingen wir mit den Mantras, der Musik und der Lichtsprache in die höchste Schwingung der Liebe Gottes.
Ja, und in meine Präsentationen stehe ich dazu und fühle auch diese Kraft und in die Verbindung mit meiner geistigen Führung, dieses Kanal dafür offen zu machen, jedes Mal wieder und offen zu halten. Und in diesem Sinne kann ich auch sagen, dass ich möchte damit in diese Klarheit zu sagen, dass ich keine Konzerte mehr gebe und sie nur noch Darshans heißen werden, um nicht das Missverständnis mehr da entstehen zu lassen, Menschen, die Assoziationen oder den Eindruck haben, dass ich spirituelle Unterhaltung mache. Das möchte ich in jedem Fall sehr klar vermitteln, dass das nicht mehr so ist. Vielleicht habe ich das früher mal auch so repräsentiert, aber ich stehe nicht mehr zur Verfügung für spirituelle Unterhaltung. Und das heißt auch, dass ich bei Events nicht mehr als der Künstler, die dann Autogramme gibt und zur Verfügung steht für Selfies und so weiter. Das geht einfach nicht mehr. Bitte Menschen, versteht das. Wenn ich in so ein Event, so ein Darshan, so tief als Kanal für funktionieren, dann kann ich nachher nicht mit euch plötzlich Selfies machen. Das geht dann einfach nicht mehr. So, das ist meine Entwicklung als Künstler, als Mensch, mit meinen Gaben zur Verfügung zu stehen für euch. Und ich freue mich sehr, euch das jetzt mit euch teilen zu können, weil es in mir sehr klar jetzt ist, geworden ist. Also darüber später mehr. Und in meinen Newsletter will ich auch mal darüber schreiben. Aber jetzt gehen wir ins Konzert. Oder Konzert, ja. Konzert noch. Aber, oder die Darshan. Und das gemeinsame Singen. Nochmals, Darshan ist ein Zusammensein im göttlichen Bewusstsein. Und nur das ist meine Ausrichtung und meine Intention für euch, den Raum dafür zu öffnen. Für jeder ist eingeladen dazu. Ja, ich habe heute Abend I was telling the people in German language that I will stop doing concerts. I will not do concerts anymore. I will do darshans. Darshans, I will call them that. That is a being together in divine consciousness. And that's what my work is about, my art and my music and my singing together with you all. Ja, ich habe ein Programm mit wieder drei Songs von der neuen CD Kamushka und natürlich auch ein paar bekannte Mantras und einige Weihnachtslieder, weil wir in der Adventszeit sind. Okay, wir fangen an mit Shivoham. Für die Menschen, die neu sind. Das Programm steht hier unten in der Beschreibungsbox mit allen Texten von den Mantras dazu. Achar char par purna shivoham shivoham nityananda svarupa shivoham shivoham Achar char par purna shivoham shivoham
Satcha-ra-cha-ra-para-purna Shivoham, Shivoham Nityananda-svarupa Shivoham, Shivoham Nityananda-svarupa Shivoham, Shivoham Anandam, Anandam Anandoham, Anandoham Anandoham, Anandoham Anandoham, Anandoham Anandoham, Anandoham Anandoham, Anandoham Shivoham, Shivoham, Shivoham.
Nityananda Swarupa Shivoham Shivoham Nityananda Swarupa Shivoham Shivoham Anam Ananda Mai. Love.
Thank you.
Ein holländisches Weihnachtslied, Nu seid welkomen. A Dutch Christmas song. Ein
Weihnachtslied auf Norwegisch. Nor tennis tusen julelys. A Christmas song in the Norwegian language. Stråler rundt vår jord, og himlens stjerner blinker ned til liten og til stor. Ein Mantra von der neuen CD Kamushka, Guru Ramdas Ramadasa. A mantra of my new CD Kamushka, and the title is Guru Ramdas Ramadasa.
Sei so an.
Ich sing wieder das meistbeliebte norwegische Weihnachtslied, Deilig er Juden. Yeah.
Gesang.
Jetzt zwei weitere Songs von der neuen CD Kamushka. Ramadasa zuerst. I will sing now again two new songs of the new CD Kamushka. First, Ramadasa. Oh,
Namaste Narasimhaya. Nagalaye Hiranyaka
sila tanka nakala. Ich bin Licht, ich bin Liebe, ich bin Wahrheit, ich bin. I am light, I am love, I am truth, I am. I am a self-sovereign, creative, divine human being. And I am free, so be it. Ich bin ein selbstsouveränes, göttliches Schöpferwesen. Und ich bin frei, so sei es. Mein Herz ist erfüllt von göttlicher Liebe. My heart is filled with divine love. Mein Herz ist erfüllt vom göttlichen Licht. My heart is filled with divine light. Mein Herz ist erfüllt von göttlicher Wahrheit. My heart is filled with divine truth. Mein Herz ist erfüllt von göttlicher Freiheit. My heart is filled with divine freedom. Ich bin reine göttliche Essenz. I am pure divine essence. Und lass uns jetzt zum Schluss uns miteinander verbinden, uns vorstellen, dass wir in einem großen Kreis miteinander stehen, uns die Hände halten. Let us imagine standing in a big circle with each other, holding hands, connecting from heart to heart,
United we stand. Wir stehen vereint. Möge das göttliche Licht und die Liebe durch uns fließen, durch uns wirken. May the divine light and love flow through us and be activated through us. Ja, ich danke euch für eure offenen Herzen und eure Hingabe und Anmut in diese gemeinsame Stunde miteinander. I thank you so much for your open heart and your presence here in this hour together of mantra singing. Thank you so much. The next live stream will be in 1 week. The 19th of December. You find the link below in the description box. Der nächste Livestream wird sein nächste Woche am Dienstag, 19. Dezember. Und der Link ist unten in der Beschreibungsbox. Und dann werde ich auch am zweiten Weihnachtstag ein Weihnachtsdarshan geben. Und ja, darüber nächste Woche mehr. Und ich möchte noch sagen, das kommende Wochenende sind wir mit unserem Transdance-Event und Mantra-Sing-Konzert in München, Samstag in München und Sonntag in Ulm. Herzlich willkommen, da sind noch Plätze frei. Ja, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, auch mit Spenden vom Herzen. Dankeschön. Und wir sehen uns bald wieder. Ich umarme euch. Thank you so much for your support. And I'm embracing you all from my heart. Lots of love. Alles Liebe.